Aber das scheint ja doch ganz schön gravierend zu sein, dass man diesen ostdeutschen Dialekt raushört. Ostdeutschen, sächsischen Dialekt. Nehme ich an. Was denkst du? Nu? 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 Ach, Das nee. können ja mal die Zuschauer in die Kommentare schreiben, ob die das erkennen. Ja, das ist Oder ob ja die das übertrieben. stört. Quatsch. Die lieben uns. Anscheinend stört es 800 Leute nicht. Vielen Dank dafür. 88, vielen Dank dafür. Momentan, bis das hochgeladen ist, 1000. Wir lieben euch alle freundschaftlich. Das ist die beste Aussage, ey. Kommt man nicht drauf klar. Ob das irgendjemand mal kapiert? Ist das Video eigentlich da noch hochgeladen? Stimmt. Wir haben da von sich selber nichts gelöscht. Oder? Die Einbußen waren damals zu viel, ne? Jeden Tag minus 270.000 Klicks. Ah. Ah, da könnt ihr euch heute noch drauf feiern, ne? Was ihr da angerichtet habt. Schaden Euer in Lebenswerk Millionenhöhe. gelöscht sozusagen. Ja. Kann passieren. Huch. Das macht ihr niemals bei mir, okay? Na, wir löschen ja dann unsere Videos. Wo niemand anders dabei war. Na, wie gesagt, bei 982 hauen wir ab. Oder? Wie viel hat man? 989, 11. 11 Abonnenten, die sind nicht im 11 Leben. Abonnenten, die werden nie zustande kommen. Was sind jetzt 940, 47? Wieder da ein Feuer. Hier diese dreckige Erde, die muss Uhr weg noch. Was mache ich alles? Ich mache das noch schön hier. Was wollte denn der Peter eigentlich vor uns? Hat schon den Rest kapiert. Na, hallo, Sachen. Hallo. Ich glaube, der hat auch bald Geburtstag, oder? Das ist nicht auch Februar. Aber Philipp, du hast auch bald Geburtstag. Ja. Ja. Warte. Wir sehen jetzt in Folge Na, 86, 1, oder? 86, ne? Wenn Folge 88 rauskommt, habe ich ge Wenn Folge Oh. 88 rauskommt, habe ich Geburtstag. Das ist aber auch ein bisschen 88, ey. Suchst dir wieder was aus. Das kann kein Zufall sein. Nein, aber jeder meiner Zuschauer weiß doch, wann ich Geburtstag habe. Ach so? Kommt ein Ja, natürlich. Geburtstagsspecial? Weil die lieben dich ja alle. Oder warum? Ah. Natürlich wissen die, dass ich um 17:02 Uhr Geburtstag habe. 17:02 Uhr, Mensch, das war ganz schön früh. Schlafe ich ja noch. So. Nein, im letzten Jahr hat irgendeiner gratuliert sogar. Und, ja gut, vielleicht habe ich es doch erwähnt. Vielleicht ist es so wie jetzt. Vielleicht habe ich in irgendeiner 24-Folge erzählt, heute habe ich Geburtstag. Ah, gut. Weil ich weiß aber, wenn die Folgen rauskommen und sagt es ja dann klein mit. Im Ich weiß aber nie, wann meine Gegensatz rauskommen. zum Carsten, der weiß ja nie, ob er sein Video überhaupt hochlädt. Das ist so eine Sache. Ich habe jetzt Planet Base eine Weile hochgeladen, ne? Ja gut, da kommt die nächsten Wochen nur noch Planet Base jetzt so. Das könnte ich machen. Aber es kommt ja nächste Woche ein neues Spiel. Ach, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich habe Wie auch ein ein Schwamm. bisschen Probleme. Far Cry Primal kommt raus und The Division. Na, Far Cry Primal. Ja, das möchte ich spielen. Ja, Far Cry Primal. Aber ich weiß noch nicht, ob ich da. Far Cry Primal. Also, ich Far Cry werde. Primal. Liebe Far Zuschauer, Cry Primal. es wird ein Let's Play von Far Cry Primal geben. Primal. Ja! Aber. Nee. Ich werde das vielleicht etwas anders aufziehen als bei Far Cry 4. Da muss ich mir Hä, mal was warum? Was ausdenken. war denn da falsch? Ich hatte bei Far Cry 4 war das irgendwann. Ich fand das scheiße. Eigentlich mache ich solche Spiele nicht gerne. Hä, warum spielst du das denn? Nee, Bist du nee, ich behindert meine, oder was? ich. Bin ich ja Nein, wieder behindert? ich spiele das schon gerne, aber ich mache das nicht gerne in Let's Play Form. Weil? Weil. Du keinen Bock mehr Das hast. ist ja. Nee, das ist ja ein Story-Modus. Ja und? Kann das so viel Spaß Das haben? Problem ist. Ja, aber viele Leute wollen ja so einen Story-Modus, so geht es mir zum Beispiel, ich würde auch nie bei jemand anders angucken. Weil ich das vielleicht mal selber spielen will. Und deswegen will ich das ein bisschen anders gestalten, so dass ich nicht allzu viel spoiler. Wir müssen aber das schaffen. trotzdem. Das der ganze Ding ist Story. Also, Ja, Carsten, lass mich das mal machen. Da kommt dann am Ende so 3 Minuten Video von dem ganzen Let's Play, was eigentlich so 100 Folgen gänge, nur weil du keine Story spoilern willst. Vielleicht. Nee, ich überlege mir da was. Ich mache da was Schönes. Ich möchte jetzt um meine Let's Plays nehmen. Also, 15 Oha. Uhr kommt Felix sein Scheiß.
Felix ist scheiße. Um 17 Uhr kommt der jetzt Euro Truck Simulator und Minecraft, also auch nur Scheiß. Um 18 Uhr kommen für die besseren Spiele. Ja, um 19 Uhr kommt das Beste. Weil das nur vom Feinsten. Um 19 Uhr kommt Rust sein Scheiß. Um Nein, 16 Uhr. Um 19 ne? Uhr kommt nur das Beste. Nee, qualitativ auf, hochwertige der Scheiße. Der 16 Uhr Platz heißt nämlich bei uns offiziell in der Liste in Klammern Singleplayer Philipp eigentlich. Warum steht da eigentlich nur Singleplayer? Eigentlich kann der Philipp hin. Kann man ändern. Na, weil das ja Minecraft ist. Ne, was haben wir denn jetzt? Minecraft 17 Uhr, ja. Ne, um 16 Uhr kommt, ist ja Philipp Sendeplatz. Da steht nur Singleplayer aus, König. Und da kommen ab sofort die Premium-Videos. Also wer richtige Videos angucken will, ne, der kann ab sofort nur noch um 19 Uhr 16, gucken. Um 16 19, Uhr einschalten. Weil 19, da, ich piepst das raus, 19. Hast du letztens irgendwas anderes rausgepiepst, was du rauspiepen solltest? Ich hatte immer das rausgepiepst, wo du arbeitest. Das habe ich schon wieder vergessen, wo du arbeitest. Also, keine Ahnung. Ist in Ordnung. Philipp, wo arbeitest du? In der Bäckerei, oder? Jo. Ja. Aber wie gesagt, also die Premium-Mietes kommen um 16 Uhr. Wie ist denn deine Bäckerei? Vollkommen. Vollkommen. Was? 16 Uhr? Nee, da kommt nur Scheiße, habe ich gehört. Nee, Premium. Premium-Scheiße? Ja. Ah. Muss man sich das angucken. Ein Glück bist du gerade da. Ich habe hier unten gerade alles unter Wasser gesetzt. Was heißt hier unten? Hier unten ist auch alles unter Wasser bei mir. Den ganzen Eingangsbereich von dir und mir. Hey, wie hast du das geschafft? Das ist doch alles lief weit oben noch. Ja, aber bei mir oben läuft das ganze Wasser raus. Super. Ach, ich geh erstmal wieder brennen. Gehst du da zum Brenner? Hey, ich fahr über den Brenner. Ja, Philipp, schaff's wahrscheinlich. Wie viel Kohle ist denn noch da? Apropos Brenner, fährst du dieses Jahr in Urlaub? Ja. Ja, Mensch. Wann denn da? Wohin? Also, pass auf, ich fahr dieses Jahr nach Stuttgart. Weiter ist nämlich die Steinerei wieder. Steinerei? Ja. Was ist das denn? Deutsche Brickfilmfestival. Ah, genau. Da fahr ich hin. Dann fahr ich nach Köln zur Gamescom. Ich sag, Gamescom. Und dann muss ich noch ein paar Mal nach Oldenburg. Ah, das heißt ein paar Mal. Ja, immer wird mir reichen. Ich hab was zu trinken, ja. Meine Kehle, die ist ja ausstrapaziert. Ich muss da echt in nächster Zeit, muss ich da wirklich mal über den Tag setzen, wo ich da hin muss. Kannst du mich mitnehmen, wenn du entfernt fährst. Ja, mal sehen. Und dann muss ich. Nee, ich hab nicht. Ich weiß, wann der Philipp Geburtstag hat. Weil ich weiß ja alles. Das überschneidet sich mit meinem Urlaub. Ach so? What the fuck? Beziehungsweise. Ach so, das ist die Woche nach der Gamescom, also habe ich Urlaub. Da wirst du ja Felix treffen auf der Gamescom. Ja, ich habe nämlich gehört, dass Felix geht auch dieses Jahr auf der Gamescom. Ja, vielleicht trefft er euch da. Das kann ja schon passieren. Vielleicht treffen wir uns ja schon hier in Chemnitz, bevor sowas da hingeht. Glaube ich nicht, also. Da ist immer relativ unsichtbar. Das sieht man normalerweise nicht. Also bei Tageslicht. Bei Tageslicht. Nee, du hast verstanden, ne? Unsichtbar ist. Ja, Witze für Behinderte mit Philipp. Genau, machst mal so eine Erzählstunde für Behinderte, erklärst solche Witze irgendwie so. Was meine Witze soll ich erklären? Ja, zum Beispiel oder andere Witze, die lustig sind. Im Vergleich zu da willst du mich ins Rennen schicken. Ja, du kannst das super erklären. Also wenn ich jetzt behindert wäre, ich hätte es jetzt verstanden. Vielleicht. Oder? Gibt es behinderte Zuschauer? Also ich war stolz auf mich, dass du sagst, jetzt verstanden. Bis diese Aussage vielleicht. Ja, ist so eine Sache. Sieht auch cool aus. Dunkler Prismarin. Mensch. Ich hab irgendwas im Auge, es brennt so. Deine Pupille.
Was ist hier los, ey? Ich muss sagen, ich habe das Aufnehmen vermisst. Wenn ich die ganze Woche unterwegs bin und nicht aufnehmen, ne, das, irgendwie fehlt mir da ruhig was. Kannst nicht lachen. Du kannst auch auf der Autobahn so lachen, anderen Leute zuwinken. So. Das kommt auch voll komisch, wenn du überholst und dann so freundlich winkst. So. Was furcht der? Heute habe ich wieder festgestellt, ne? Motorische Mittelspurfahrer. Kennst du, ne? Ja, Tschechien hat letztes Mal schön in der Mitte, nee, Autobahn frei, in Mitte durch. Es sind immer Frauen und Rentner. Also. Oder beides zusammen. Wie gesagt, ich habe Erfahrung mit Tschechien gemacht. Frauen und Rentner, was ist denn eine Rentnerfrau? Gibt's das überhaupt? Ja, eine Rentnerfrau. Alter, meine Stimme. Auch Frauen werden alt. Was ist denn los? Ist man schon nicht mehr so ansehnlich, aber ist alt. So. Nicht, dass ich noch krank werde oder so, das wäre scheiße. Gerade wo ich Ferien habe. Ich habe seit heute Ferien außerdem. Das ist schon eine Weile her, wenn wir das hier hochladen. Genau, jetzt eine Stunde Mitleid mit dem Carsten, dass er Ferien hat. Eine Stunde? Okay. Ja. Mein Laptop-Bildschirm denkt sich gerade mal wieder anzugehen aus dem Bildschirmschoner, warum auch immer. Vielleicht sind Geister bei dir, die wollen Laptop spielen. Droppt das auch ohne Ende? Das ist ja eigentlich schon am Dach. Mal gucken. Was droppt ohne Ende? Du lädst wohl gerade was in die Dropbox so. Ach nee. Oh, was ist denn heute los, Bier? Das ist ja nicht normal. Nee. Ach Gott. Ich krieg ja langsam Angst vor mir selber. Das Niveau hier wieder. Das kannst du gar nicht mehr messen. Ich hätte noch eine neue Idee für Kanal Philips Music. Ja. Wer soll das singen? Nee, und zwar das so als Label aufzumachen, mehr oder weniger. Also nicht unbedingt Philips Music nennen, sondern irgendwie anders. Ach so, du willst also andere singen lassen? Ja, oder Bands halt so, die unbekannt sind, die dann so populär werden und wir dadurch Geld kriegen. Na, ich habe ja überlegt, bevor wir in irgendein Netzwerk gehen, machen wir einfach ein eigenes auf. Ja, genau. Nicht zufälligerweise, also einer aus meiner Klasse ist auch in der Band und die könnten sowas brauchen. Was sowas brauchen? Nur so einer, der da bei YouTube sowas hochlädt. Ja, dann melde dich doch mal an. Ja, melde dich an, wir müssen mal einen Kanal machen. Die sollte sich einen YouTube-Kanal machen und wir betreuen den. Fertig, aus Ende. Hey, wir machen den und laden das da hoch und laden auch anderes Zeug hoch. Um Geld. Wegen. Was? Bei uns gibt es Geld? Nein, Quatsch. Quatsch. Ich, mit Geld meine ich meine Liebe. Also ich meine wir spielen Liebe. Mit Geld, ja. Das Spielgeld? Spielst du mit dem YouTube-Geld? Was soll denn das? Ich kaufe mir davon immer Ferraris. Hast du noch keinen Ferrari? Nein, ich bin noch bodenständig. So Hot Wheels. es wird langsam eng hier. Aber wie hat er die Woche in der Dönerbude gesagt, wo ich war? Er wollte so eine Stempelkarte mir geben. Ich hab gesagt, nee, brauchst du nicht. Da hat er gesagt, ja, hier, mit 12 Stempel gewinnst du Auto. Geil. Geil. Hab ich den so blöd angeguckt. Was für eins? Ja, BMW. Sagt er, ja, klar. Und wie groß ist der? Zeigt er mir. Du hast seine zwei Finger halt so auseinanderspannt. Zeigt er so ein ganz kleines Auto. Geil. Oh, ist auch was. Wenn du die weiter fragst, dann denkst du, ja, geil. Gewinn ich mal was. Jetzt in Deutschland, oder? Ja, Deutschland. Ah.
Kann ja sein, dass. In Längerich. Gibt's eigentlich. Wie sind das in Paris? Gibt's da auch Dönerbuden? Ja, aber Döner schmeckt scheiße. Achso. Nee, also nee, gut, nee, du kriegst. Nee, naja, nicht so ganz. Ich war gestern Abend. Vorgestern. Auch immer wieder im Stammlokal da. Das heißt, weil der Stammlokal McDonalds? Ja, das, nee, da geh ich immer hin. So, kennen die dich da? So, als nee. Deutscher Aussiedler. Ja. In dem Stammlokal, wo ich gestern war, da kennen sie mich. Hm. Da gibt's immer Schnaps dann auch noch. Hä, wo bist denn du? Hier? Hier? Nee. In Chemnitz oder woanders? Nein, in Frankreich. Ach, guck mal, wer Ark spielt. Ach, das ist so cool. Wer ist denn das so cool? Können wir suchen. Ja. Warte mal, vielleicht hat er gerade noch was auf WhatsApp geschrieben, mein Telefon blinkt. Ach nee, ich habe nur E-Mails. Hab ich das so bekommen? Saturn Newsletter. Oh, geil. XMG Newsletter. Hat auch noch den Rechner gewonnen. Ja, wer hat denn gewonnen? Ich? Herzlichen Glückwunsch an Bike Stör. Das bin ich aber nicht. Stört. Das bin ich aber nicht. Warte hier, Mike Stör. Mike Stör nochmal. Gottes Willen. Ich hätte gern den PC gewonnen, Mann. Da hätte ich schon voll geil. Was hab ich denn noch so für E-Mails? Immobilien-Scout24, verpassen Sie kein Angebot. Was melden Sie sich an? Ich bin doch schon angemeldet. HP Online Store, Geschenkideen. Geil, eine Druckerpatrone. Was denn? Verschenken mit Druckerpatrone. Google Plus. Was gibt's denn? Filmstudio Schneider. Das hast du von Philips Gaming verpasst. Was? Wie kannst du davon was verpassen? Rocket League! Ah, ich hab Rocket League verpasst. Ach du Scheiße, nee. Da warst du ja auch gar nicht dabei, ne? Das kann gar nicht sein. Doch, Folge 12 war. Was hab ich denn im Ohr? Warum brennt das so? Ja, hab ich doch schon erklärt. Es brennt. Oh, wo wollen wir irgendwann noch öffnen mit öffnen? Ich krieg heute noch einen Kollaps. Na, ich muss sowieso mal kurz einen Cut machen, weil eine Stunde ist rum. Achso, Carsten müsste einen Stunden-Cut machen. Das hatte ich früher, oh, das war das sogenannte Synchronisations-Cut. Achso, du konntest auch. Weil da hatte ich nämlich. Wie hab ich den da aufgenommen? Ich hatte irgendein Problem gehabt da, bei den ersten Minecraft-Folgen. Ach, da habe ich noch meine Stimme und das Spiel zusammen aufgenommen mit Fraps. Achso, ja gut. Und da ist im Laufe der Zeit, umso länger ich aufgenommen, meine Stimme immer weiter verschoben. Hey, wie kann das denn sein beim selben Aufnahme? What the fuck? Ich weiß nicht. Ist doch passiert. Und da habe ich dann immer alle 30 Minuten den sogenannten Synchronisations-Cut gemacht. Ja, also wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin viel Erfolg im Leben und tschüss. Ja, es wird nicht besser in der nächsten Folge. Wir sehen uns in 2 Tagen. Ciao. Ciao.